Moin Leute und willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute steht mal wieder ein Live-Cop an, diesmal von mir. Und zwar geht es um den Peso-Drop bzw. um die Sommerkollektion davon. Wer Peso noch nicht kennt, das ist die Firma von dem YouTuber Justin. Den, denke ich, solltet ihr kennen, wenn ihr in der Fashion-Szene so ein bisschen unterwegs seid. Und ja, da gibt es ein T-Shirt, das mir sehr zusagt. Da blende ich hier mal irgendwo jetzt ein Foto ein. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal versuchen zusammen zu koppen. Der Drop kommt um 18 Uhr und es ist jetzt 5 vor. Also 5 Minuten haben wir noch, nicht mehr so viel Zeit. Und ja, ich gehe hier jetzt einfach mal auf die Website. Und auf der Website sehen wir jetzt eben auch nichts außer diesen kurzen Teaser zur Season 7. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich da was abbekommen werde. Sicher ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt da eine Warteschleife. Allerdings, auch wenn man da dann durchkommt, ist es nicht safe, dass man was abkriegt. Letztes Mal habe ich ja auch schon versucht, dieses Pierrot-Tee zu kriegen. Und das hat ja auch nicht geklappt. Ja, wir gucken, wie es kommt. Und ich hoffe einfach, dass ich was abkriege. Denn der Sommer ist da, auch wenn man es heute irgendwie nicht so sieht. Und da wäre es ganz nice, ein T-Shirt abzukriegen. Ja, wir warten jetzt noch mal eben die letzten 3 Minuten gleich. Und ja, ich bin schon ziemlich gespannt. Also das Adrenalin geht wieder hoch, wie bei jedem Drop irgendwie, den man kriegen will. Und ja, der Rest vom Drop hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber dieses T-Shirt feiere ich unnormal. Es ist so ein lila, schwarz, verwaschenes und den Style mag ich einfach gerne. So Leute, es ist jetzt 59, noch eine Minute. Der Struggle wird langsam real. Noch 10 Sekunden, Leute, gleich geht's los. Der Typ hat mich hier jetzt schon lange genug angeguckt. Oh mein Gott. 2 Sekunden. Muss ich aktualisieren? Okay, Leute, ich musste aktualisieren, kam nicht von alleine. Grüße an Jo Olli. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo ich hin muss. Okay. Anscheinend hier. Das ist auf jeden Fall das T-Shirt, was wir kriegen wollen. Aber okay, Shop. Leute, ich bin dumm. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht perfekt. Das hier wollen wir kriegen. Ich nehme Größe M. Und oh, man könnte sogar mit Apple Pay kaufen. Zum Checkout. Leute, es sieht gut aus. Okay, jetzt sind wir in der Warteschleife. Ich hoffe sehr, dass wir den jetzt kriegen. Ich habe mich auch vorher nicht wirklich informiert, ob ich hier jetzt irgendwie mit 2 Tabs oder mehreren kaufen kann. Ob das irgendwie meine Chancen erhöhen würde. Okay, Leute, es geht los. Okay, ich bin schon bis zur Zahlungsart durchgekommen. Ich zahle mit PayPal. Ich weiß, wo muss ich hier PayPal angeben? Okay. Es sieht gut aus. Es sieht verdammt gut aus. Und ich denke, wir haben's. Nice, Leute, wir haben's. Also, das lief auf jeden Fall sehr viel besser als beim letzten Drop. Ja. Also nochmal zum T-Shirt, falls ihr das irgendwie sehen wollt. Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwas. Ich hoffe jetzt auch einfach mal, ich habe da keine Scheiße eingegeben bei der Adresse oder so, weil ich habe einfach Autofill benutzt und habe jetzt einfach mal darauf vertraut, dass der alles richtig eingibt. Aber es sieht alles gut aus. Nice, Leute. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein geiles T-Shirt für den Sommer. Allerdings kann ich
das erst in 2 oder 3 Wochen jetzt auspacken, leider, weil ich bin im Urlaub. Ich hoffe, der Postbote legt das einfach hinten ab oder übergibt es den Nachbarn. Also kommt nicht auf die Idee, zu mir zu kommen und das zu klauen. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Le Machine ist ja immer sehr begeistert an den Live-Cops. Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an dich. Und ja, ansonsten kommt da noch ein Video zu, macht euch da keine Sorgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin sag ich ciao.